Einen wunderschönen guten Tag, liebe Fraport Skyliner Fans. Ich habe die Kamera wieder bekommen. Für die nächsten Tage werde ich ein paar Videos wieder machen für den Trainingsauftakt. Ich habe gehört, die Resonanz auf Facebook war so überragend, dass ich hier nochmal die Kamera in die Hand gedrückt bekommen habe und jetzt ein paar Videos machen werde. Wir hatten die letzten 3 Tage eigentlich nur Tests, Krafttests, Lauftests, Basketballtests, Wurftests, alles sowas halt in der Art. Dann gestern Abend ein Teamessen, wo wir alle uns den Bauch vollgeschlagen haben und ein bisschen gelacht und geredet haben. Heute geht das Training offiziell los. Heute Morgen gibt es noch ein paar Arzttests. Oder nicht Arzttests, aber die Leute gehen zu Ärzten und werden noch untersucht, ob auch alles okay ist für die nächste Saison. Ich war da schon, deswegen habe ich heute Morgen frei gehabt und habe mit hier Johannes Richter, ich zeige ihn euch mal kurz, ein bisschen geworfen. Der ist noch hier am Rumalbern. Ich weiß nicht, was er vorhat. Hier. Auf jeden Fall sind wir beide im Finale gewesen. Der ist daneben mit Sicherheit. Ja. Und ja, gleich machen wir noch ein bisschen Körperstability, wie beim letzten Video. Hier nochmal, kennt ihr ja alle schon. Ja gut, wie gesagt, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Heute Abend erster Trainingsauftakt, 4.30 Uhr, Nordwestzentrum. Wir sind ready. So, wie ich schon vorhin gesagt, sind wir jetzt auf dem Weg nach Sulzbach zum Kids Camp. Ich und Johannes Vogtmann, a.k.a. Pini. Johannes Vogtmann, oder? Oh. Wie schon vorhin gesagt, sind wir auf dem Weg nach Sulzbach zum Kids Camp. Ich und Johannes Richter, a.k.a. Pini, am Steuer. So, ja, was mache ich mit dir? Ja, ich frage ein paar Fragen über den Sommer bei Pini am besten. Pini, erzähl doch mal, wie war dein Sommer? Zu kurz leider. Okay. Und was hast du in der kurzen Zeit gemacht? Ich habe mein Krankenpflegepraktikum. Dein was? Ich habe 2 Monate mein Krankenpflegepraktikum gemacht. Ah. Und parallel halt im Kraftraum mich geschunden. Okay. Wie man sehen kann? Wie man sehen kann. Oder auch nicht. Ja. Dann war ich einen Monat in der Halle, habe viel trainiert. Und zuletzt war ich dann nochmal 10 Tage in Kroatien im Urlaub, um nochmal Kraft zu tanken für die neue Saison. Super, das klingt doch super. Wie war denn dein Sommer? Erzähl mir doch mal. Nee, ich bin ja gerade bei dir. Ich bin ja der Interviewführende. Du bist der Interviewpartner. Es geht weiter, pass auf. Was hast du denn für die neue Saison vorgenommen, Johannes Richter? Erzähl doch mal. Was hast du mir vorgenommen? Was hast du dir vorgenommen, basketballerisch? Basketballerisch? Ja. Puh, das ist schwierig. Einfach mehr Minuten zu bekommen, um mich ins Team reinzubeißen. In wen genau willst du dich reinbeißen? Okay, das können wir so schon. Also, mir will sich einbeißen, Spaß. Ja gut, wir werden jetzt, wie gesagt, sind wir auf dem Weg zum Camp. Wir werden jetzt hier ein bisschen Training machen mit den kleinen Kindern. Ein bisschen Spaß haben, ein bisschen essen. Und später geht's wieder zum Training. Warte, so wie gesagt, ich bin jetzt beim Kids-Camp hier mit den ganzen Jungs. Ja, so ein bisschen viel. Ja, ja, alle hier, genau, alle rein, genau, das habe ich nicht mehr ergibt. Ja, wir machen jetzt ein paar Interviews. Nee, ein Interview mit dem Frederik, der hier gerade in die Kamera guckt. Guck mal hier. Wir machen jetzt ein Interview mit Frederik kurz. Frag ihn ein bisschen, wie das Camp war und so weiter. Wir fangen einfach mal an. Warte, jetzt müsst ihr mir ein bisschen Platz geben, mein Lieben. Ein bisschen Platz geben. So, Frederik. Warte, ein bisschen Höhe zurück. So, da bist du drauf. Wie läuft das Camp bis jetzt? Nur gut. Gut. Hast du Spaß? Ja. Ja? Hat es heute begonnen, das Camp? Ja. Ja? Und wie lange geht das Camp? Die ganze Woche. Die ganze Bis Woche Freitag. Lang? Bis Freitag. Ja. Und freust du dich auf die ganzen anderen Leute, die noch zu Besuch kommen? Ja. Ja, lass das mal bitte. Ciao. Dankeschön. Auf wen freust du dich am meisten? Auf die Skyliner. Ja, aber auf wen denn genau? Auf den Armer. Der kommt doch wieder nicht. Der ist doch diese Saison in Istanbul. Der kommt nicht. Der kommt nicht. Kommt nur ihr. Ja, die Skyliners halt. Der Kops kommt auch nicht mehr. Der Johannes kommt noch, der Danilo kommt, der Max Merz kommt, der Quartes Robertson kommt, der Mike Morrison kommt. Auf wen freust du dich am meisten? Du kommst. Ich war schon da. Hast du dich am meisten auf mich gefreut, oder was? Ja. Ja, super. Ja. Richtige Antwort, mein Junge. Du hast einen Pluspunkt, was kann ich noch fragen, Schönes? Was erwartest du von den Skyliners nächstes Jahr? Ein gutes Spiel. Ein gutes Spiel oder mehrere? Alle Spiele, die bei allen
Spielen erster Platz. Bei allen Spielen erster Platz. Oder am Ende erster Platz. Ah, jetzt müssen wir Interview beenden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Einen schönen Tag wünsche ich euch noch. Macht viel Spaß euch noch und wir sehen uns. Ja. Fraport! Ja. So, wunderschönen guten Abend, wir sind jetzt fertig mit dem zweiten Training. Heute haben wir wieder viel individuell gemacht, am Ende ein bisschen gelaufen. Ja, was haben wir noch gemacht? Das war's eigentlich. Kurz, aber knackig war's. Morgen früh werden wir in den Kraftraum gehen, nochmal individual ein bisschen arbeiten. Dann abends haben wir wieder als Team sozusagen Training, aber da wir noch nicht vollzählig sind, haben wir sehr viel Individualtraining und sehr viel 1 gegen 1, 2 gegen 2, 3 gegen 3, Fastbreak, Rennen, damit wir alle wieder schön fit werden. Ich bin gerade im Physioraum, wurde gerade behandelt vom Tim. Der Tim ist unser neuer Physiotherapeut, richtig? Ja, der ersetzt den Mo. Ich schwenk mal kurz die Kamera rüber zu ihm. Er stellt sich mal kurz vor. Tim, ja, was wie alt bist du? 28. Super. Was wirst du jetzt in Zukunft machen? Euch betreuen. wo kommst du her? Ursprünglich komme ich aus Dresden. Aus Dresden. Und seit wann bist du in Frankfurt? Seit noch nicht mal einem Jahr. Doch, seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Jahr. Und hast du bei Sporek gearbeitet? Ja. Ja, super. Freust du dich auf die Zusammenarbeit mit den Skyliners? Ja, es lässt sich recht turbulent an, aber... Ja, ist immer hier ist immer turbulent. Das ist also gewöhnt. Nee, gut, ja, alles klar, das ist der Tim. Wollte ich mal kurz vorstellen, hier ist der andere Tim. Wir haben ja alle Tims heute. Alle Tims da. Gut, jetzt zurück zu mir. Ja, wie gesagt, ich werde heute Abend nicht mehr viel machen. Weißt du, wie spät haben wir es? Hier ist die Uhr. Weiß gar nicht. Doch, Viertel vor sieben, glaube ich, du geht falsch. Ja, nach Hause gehen, essen, schlafen und morgen früh haben wir Krafttraining und Individual, wie schon gesagt. Einen schönen Abend euch noch. Tschüss.